Achso, habe ich eigentlich hier das Buch benutzt, das wir gefunden haben? Nein, habe ich nicht. Hier. Benutzen. Du lernst nichts Neues. Schade. Hätte ich mir wahrscheinlich vorher reinziehen müssen, damit die kleinen Waffen verbessert werden. Naja, was soll's. Dann kann ich es auch verkaufen eigentlich. Ich könnte jetzt theoretisch neu laden und das verkaufen, aber gut. Ist wie es ist. So. Und dann müssen wir irgendwie noch rausfinden, wie wir wahrscheinlich nach Den kommen oder so, ne? Könnten wir mal Zulik fragen. Hier ist Zulik. Lass du wollen. Kannst du was für Geister befragen? Was wollen? Nee, kann ich ihn nicht fragen. Ich kann ihn nur fragen, ob er was weiß über diesen Ort. Das interessiert mich im Moment ja irgendwie so gar nicht. Kann man hier oben hin? Mal gucken, ob hier was liegt. Sehe so jetzt leider nichts. Miss? Zulik wurde getroffen für 2 Trefferpunkte. Ja gut, das ist bedauerlich. Sehr bedauerlich. Er läuft ja auch barfuß umher. Das muss er nicht sein. Ich könnte ihm jetzt Gummistiefel in die Hand drücken. Dann sehe das ein bisschen besser aus. Clipping-Fehler. So, immer drauf da, immer drauf da, immer drauf da. Okay. Da fliegt der Gecko einfach nur davon. Schön. Nicht getroffen. Klasse. Wir werden aufessen, euer Herz. Ja, nee, ich glaube nicht. So, und dann mache ich jetzt überwiegend für die Erfahrungspunkte und die goldenen Häute, die ich kriege. So. Dann beenden wir mal den Kampf. Wir geben ihm hier tatsächlich mal die Gummistiefel, die ich hier noch habe. Tauschen. Okay. Kampfkontrolle. Mal ganz kurz gucken, wie viel TP hat er noch. Ah, alles gut. 79 von 85. Ich mache mir jetzt hier schon voll ins Hemd. Das wäre es erstmal. Ja. So sollte es nicht gemacht werden, aber gut. Was lernen wir daraus? Nie ohne Gummistiefel durch eine Gipfelzehe hier. Dann kommt er zu mir hin? Ja. Er liegt im Dreck, er liegt im Dreck. Ja, ich schlage auf Viecher, die schon am Boden liegen. Auch nicht nett. Na komm, triff doch mal. Triff doch mal. Hat kritisch verfehlt und sich selbst verletzt. Ja, super. Immer noch besser als kritisch verfehlen, sich selbst verletzen und dadurch selber töten. So. Mach ich jetzt Arzt? Na komm. Besser ist. Kann ich mich hier nochmal eben schnell selbst heilen. Arzt. Okay. Arzt.
Das sieht schon besser aus. 7 Trefferpunkte einmal geheilt und einmal heilen wir uns auf jeden Fall noch. Okay. Den habe ich jetzt gelootet, ne? Jo. Okay. Zulik, bleib hier. Bleib hier. Nein. Okay. Bin noch zu weit weg. Aber ich nehme jetzt aufs Maul. Immer dick und fest in die Fresse rein. So wie es verdient hat. Weiß man noch nicht für was, aber hey. Die armen Tiere, ne? So ein bisschen. Nur so ein ganz kleines bisschen. Und da ist tot. So. Dann gib mir mal den schönen Loot. Am besten ohne in die Giftpfützen hier reinzulaufen. Ganz kurz hier mal Waffe wechseln, schießen. Zack. Ruhig nochmal schießen. Hoffentlich nicht verfehlen. Ist ja auch immer so eine Sache. So. Und immer zuhauen. Und nicht treffen. Das, obwohl wir halt Nahkampf schon jetzt verbessert haben. Dank des netten Typen in der Bar. Ein guter Lehrer er gewesen ist. Allerdings hat es bei mir nicht viel geholfen. Könnte natürlich auch Nahkampf so ein bisschen skillen, damit ich einfach damit mehr treffe. Hm. Yay, es hat tot, tot hat es. Nehmen wir alles, so. Ja, nicht da reinlaufen. Ganz kurz mal gucken, was ist hier? Nix. Okay. Hier vielleicht? Auch nicht. Gut, aber dann haben wir die ganzen Geckos erledigt. Da hinten kommen wir noch nicht in das... Wir haben eine gelbe Dingenskarte. Ob wir damit... da reinkommen? Warte mal, ich speichere mal hier nicht, dass ich hier jetzt sterbe. Scheint verschlossen zu sein. Komme ich damit da rein? Nee, ich brauche ein elektrisches Gerät, okay. Gut, dann nicht. Es war ja ein Versuch wert, aber auch eher ein kläglicher Versuch, ne? Ja. Wie es nicht laufen sollte. Aber hey, wir sind durch, irgendwie. Sollen wir jetzt hier irgendwie so durchlaufen, dass du nicht unbedingt an den grünen Pfützen hier rankommst, damit du jetzt nicht auf dem Weg nach draußen noch verreckst. So. Aber dann müssen wir tatsächlich nochmal nach Klammer zurück und dann mal gucken, wo ist denn der nächste Ort. Wir können natürlich halt auch zu Fuß halt gucken, aber, ne... Man ist ja da ein bisschen vorsichtig und so. So. Stadtmitte. Fragen wir doch mal dich. Wie kann ich dir helfen, mein Freund?
Ich habe mich gefragt, ob du Bescheid weißt, was es Neues in der Stadt gibt. Darüber solltest du mit meiner Tochter Maida sprechen. Ich bin nicht gerade auf dem neuesten Stand. Es reicht schon, dass ich mich ums Geschäft kümmern muss. Okay. Dann werde ich das tun. Also mit Maida sprechen. Hallo Maida. Zurück, was? Ich hoffe, du kümmerst dich um Zulik. Ich bin sicher, er ist verloren, wenn ich ihn, wenn ich ihm nicht sag, was er tun muss. Ich bin zurück, weil ich was brauche. Ich habe einige Fragen an dich. Fragen, hm? Dann schieß los. Meine Arbeit erledigt sich nicht von selbst, wenn ich hier mit dir rumquatsche und so. Welche anderen Städte gibt es hier in der Nähe? Es gibt in der Nähe nur ein paar Städte. Ziemlich weit weg im Südwesten liegt Reading und Den. Ein paar Tage südlich von hier. Aber noch nach Den würde ich nicht gehen. Warum denn nicht? Den solltest du meiden. Dort nehmen sie sogar dumme Wilder wie dich als Sklaven. Er liegt ungefähr eine Woche südlich von hier. Aber die meisten, die dort hingegangen sind, sind nicht zurückgekommen. Erzähl mir von den ansässigen Stämmen. Ehrlich gesagt habe ich die Stämme nicht mitgezählt, weil du nach zivilisierten Städten gefragt hast. Aber ich glaube, irgendwo im Nordwesten gibt es ein paar Wilde. Und dann noch Zulik-Stamm. Ziemlich weit im Südwesten. Okay. Das ist ja komisch, mein Stamm hat erzählt die Vorkriegsstädte nicht mit, wenn man von zivilisierten Orten die Rede ist. Du bist also zivilisiert. Ich denke nicht, dass ich damit was zu tun haben will. Ja, okay. Was ist mit denn? Achso, okay. Interessant, ich habe eine andere Frage. Ich glaube, ich habe alles. Ich gehe da mal. Also wir wissen jetzt, wo denn liegt. Das müsste jetzt auf der Karte angezeigt werden, theoretisch. Ob es das wirklich tut, das werden wir gleich herausfinden. Achso, ja, und ins Badehaus wollten wir auch gleich nochmal, ne? So viel Zeit muss sein. So, hier nehmen wir mal alles mit. Zulik. Scheiß im Weg. Wir denken, wir Zeit brauchen, um alles zu verstehen. Großvater, Knochen, sagen, hu, zu hektisch. Muss Dingen, Leben, Zeit geben. Wieso komme ich da nicht rein? Muss ich... Also entweder ich kann es öffnen. Ich schaffe es nicht, das Schloss der Tür zu öffnen. Okay. Gut, dann brauche ich halt Gewalt. Haben wir auch mal speichern, nicht, dass die gleich böse werden oder so. Immer fest auf die Tür. Zack. Die Tür ist offen. So, legen wir wieder den Schlagring an. So, was haben wir denn hier? Aha. Warte, ich konnte doch da gerade... Dann habe ich das falsch gesehen. Da ist noch ein Regal. Kannst du nicht tun. Warum? Weiß man nicht. Zulik, du stehst im Weg. Die Geister bewegen uns. Ja, wenn es mal die Geister wären. Kannst du nicht hin. Stehen, geh nochmal ein bisschen weg. Oder steht das hier auf der Innenseite? Ich habe keine Ahnung, ist auf jeden Fall alles zugemüllt. Was ist das? Eine goldene Geckohaut. Ah, okay. Du stehst im Weg. Das will ich. Jetzt ist der Hund im Weg. Oh. Das ist ein bisschen friemelig gerade. So. Kann mir jetzt das Regal angucken. Ach, guck mal, noch mehr goldene Haut. Oder, ja, nicht goldene, aber halt weiße. Überhaupt Gecko-Haut und so. Hier ist noch ein Schreibtisch. So, da kann ich auch nichts machen. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal schnell ins Badehaus. Und dann mal gucken, was uns da drin erwartet. Da waren wir auch noch gar nicht.
Guten Tag. Bevor wir weitermachen, solltest du wissen, dass die Bäder für Einzelpersonen und nicht für Gruppen sind. Du triffst deine Vereinbarung und deine Freunde können ihre eigene machen. Okay. Mein Name ist Sally Danton, aber die meisten nenne ich die dicke Nase Sally. Mir gehört dieses Badehaus. Du kannst auch so eine Reihe von beaufsichtigten Spezialbädern auswählen. Was für Spezialbäder, beaufsichtigte Dinger gibt es denn hier? Die Spezialbäder sind unterschiedlich teuer, je nachdem wie viel Zeit das Mädchen mit dir verbringt und welche besonderen Dienste du nutzen möchtest. Du meinst, ich kann das mit einem richtigen Mädchen machen? Ich bin dabei. Darauf bin ich eh nicht vorbereitet. Ich würde sagen, das Aussehen meiner Aufseherin sollte bei den Kosten auch eine Rolle spielen. Folgende Badevarianten stehen zur Verfügung. Waschlappenhandwäsche, kurze Ganzkörperwäsche und schließlich der um die Welt voll Quietsch-Sauber-Service mit der hübschen und talentierten Jenny, die erst vor kurzem im feinsten Haus von Den geschult wurde. Okay. Dann nehmen wir das doch mal. Hübsch und talentiert? Ich muss mehr über diese um die Welt voll Quietsch-Sauber-Wäsche wissen. Nun, ich bin sicher, dass der um die Welt-Service mit der hübschen Jenny ein Erlebnis ist, dass du so schnell nicht vergessen wirst. Ein echtes Schnäppchen für nur $125. Ich kann's kaum erwarten, mich von Jennys besonderen Talenten verwöhnen zu lassen. Hier sind 125. Du wirst dieses Bad mit Jenny mehr genießen als alle Bäder, die du jemals genommen hast. Okay. Hi, Jenny. Oh. Du hast wirklich ein ziemliches Stehvermögen. Das ist eben das Schöne an jungen Männern. Ich wünsche, es gäbe mehr von deiner Sorte in der Stadt. Das Bad war wirklich ein Genuss, Jenny. Ich könnte noch eins vertragen, wenn ich nicht noch was anderes erledigen müsste. Du bist anders als die, die normalerweise hier rum... Ja, klar. Sagen sie alle. Erzähl mir mehr, was hier vor sich geht. Was willst du wissen? Weißt du, wie man von hier nach Den kommt? Den ist ein Haufen Abschaum und Bosheit südlich von hier, vielleicht eine Woche entfernt. Kann mich nicht mehr so genau erinnern. Jedenfalls ist es dort ziemlich aufregend, gefährlich, aber aufregend. Irgendwie schade, dass ich nicht dort bleiben konnte. Ich möchte dich noch was fragen. Ich suche einen Händler. Kennst du einen, der mit alten Sachen handelt, also Sachen aus der alten Zeit? Du bist ein Händler, interessiert was? Naja. Ich habe eigentlich die meiste Zeit nur für einen Händler gearbeitet. Sein Name war Vic. Er hatte immer genug Geld für ein paar extra Vergnügen. Denn wenn er gearbeitet hat, hat er sich auf wirklich alte Sachen spezialisiert. Technische Sachen, verstehst du? Erzähl mir mehr von Vic. Vic war wirklich süß. Er verschwand immer für ein paar Wochen und dann kam er mit allen möglichen aus der alten Zeit heim. Aber oft musste er nach Den reisen, um dort das Zeug loszuwerden. Hier in der Gegend interessiert sich niemand wirklich für das Zeug. Okay. Hat Vic jemals was mit der Aufschrift Bunkertech? Bunkertech? Kann schon sein, dass er sowas hatte. Ich weiß nicht. Er hatte viele richtig alte Sachen. Okay, danke Jenny. Ich glaube, ich gehe da mal. Tja, war schön, ein Pläuschen mit dir zu halten. Ich mache mich jetzt besser für den nächsten Kunden fertig. Ne, noch einmal den Geldschlitz reinigen und dann, ne? Ja. Okay, ja gut, so genau wollte ich das gar nicht wissen. Was ich nochmal gucken wollte, du hast hier so ein ganz tolles Regal. Leider nichts drin. Okay. Was haben wir noch so? Wer bist du? Also siehst du eine junge, attraktive junge Frau. Willst du mich? Ja, nee, jetzt gerade nicht. Aber frag mal Sulik. Hier. Nee, der ist auch schon abgeneigt. Okay. Jetzt ist der Hund im Weg. Da. Wie sie einem einfach ständig alle hier im Weg sind, ne? Ständig. Du siehst ein Bademädchen. Ich werde dich so schnell für ihn nicht vergessen. Wenn du spielen willst, musst du zahlen. Aha. Und du bist? Siehst eines der Mädchen der dicken Nase Sally. Gefällt dir, was du siehst, Baby? Ja, weiß ich nicht. Ich kann nicht ranzoomen. Hier ist auch noch was. Eine Kiste. Oh, mit Bier.
Eine Kiste Bier. Okay, so. Dann würde ich sagen, wir sind soweit bereit, dass wir jetzt nach Den reisen. Hoffe ich. Wenn uns das angezeigt wird. Es wird angezeigt. Dann düsen wir doch mal dahin. Unser nächstes kleines Städtchen, wo wir dann jetzt wahrscheinlich eine Weile verweilen werden. Und wir kommen auch ohne Probleme dahin. Es gibt ja hin und wieder halt die Zwischensituationen, die es manchmal so gibt. Aber im Moment hatten wir Glück. Okay. Und ich würde sagen, wie das dann von hier aus weitergeht, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ne? Diese Stadt ist ein gefährliches Pflaster. Ein guter Grund, eine Waffe zu haben. Das wird bestimmt lustig. Schauen wir uns an in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.